Hallo Leute, nach langer Zeit melde ich mich mal wieder mit einem Video bei euch zurück. Seid mir nicht böse, wenn ich heute einfach ablese. Es ist doch sehr viel Text geworden und ich möchte euch wenigstens alles mitteilen. Daher lese ich heute ein wenig mehr ab. Ja, nach langer Zeit melde ich mich mal wieder zurück und eigentlich war ich gar nicht weg, sondern ich habe einfach nur sehr viele andere Dinge um die Ohren gehabt. Und jetzt neigt sich das Jahr 2022 auch schon wieder dem Ende zu und ich wollte euch einfach mal ein kurzes Feedback geben, was in der Zeit so passiert ist. Und zum einen bin ich seit 2019 dabei und fliege mit einigen Leuten FPV Racecopter. Das FPV steht hierbei für First Person View. Ich habe also eine Videobrille auf dem Gesicht und nahezu verzögerungsfrei bekomme ich ein Live-Video-Bild aus dem Multicopter heraus. Im Ende geht es darum, dass in möglichst kurzer Zeit viele Runden über den Parcours geflogen werden müssen und das in möglichst kurzer Zeit. Dieser Parcours wird eigens zu den Rennen hier zuvor ja immer aufgebaut, das heißt, also er unterscheidet sich von Renntag oder Rennwochenende zu Rennwochenende immer wieder. Wie bei einem Modellhubschrauber gibt es hierbei keinerlei Lageregelung oder irgendwelche Positionsermittlungen in dem Copter. Also alles wird vom Piloten selbst gesteuert. Diese kleinen Taschenraketen fliegen mit 4 bis 6 S, also quasi mit 4S 16 bis 25, 26 Volt rum. Mit einer Geschwindigkeit von 0 auf 100 innerhalb von einer Sekunde. Topspeed liegt irgendwo zwischen 120 und 160, je nachdem wie er abgestimmt wird. Und in den meisten Fällen ist es so, dass wir also auch schon weit bevor wir die 100 km/h erreichen, eigentlich schon wieder das nächste Hindernis steht und wir dann abbremsen, teils bis auf 0 herunter. Das Ganze ist ein recht anspruchsvolles Hobby, bei dem es auf Reaktionsfähigkeit und gute Koordination ankommt. Ich habe hier einfach mal so ein Gerät. Wie gesagt, das ist jetzt hier ein Racecopter, mit dem ich diese Saison geflogen bin. Es handelt sich hier um die typische Größe von 5 Zoll Propellern. Leg ich mal beiseite. Und mit dem bin ich in der Rennserie Drone Cup Nord, oder Drone Cup North besser gesagt, gestartet und habe einen für mich so auf jeden Fall guten 16. Platz erreicht von 53 gesamt teilgenommenen Piloten. So, dann etwas zum Schiffsmodellbau. Zu Beginn 2022 stand dann auch ein neues Modell im Online-Shop. Ich werde euch auch das eben einmal kurz zeigen. Hier hinten habe ich das stehen. Es ist noch nicht lackiert. Dazu fehlte mir dieses Jahr dann doch irgendwie die Zeit. Aber ein paar Mal gefahren bin ich es. Und für mich war das eher als Kameraträger gedacht. Ich war also neugierig, wie es denn ist, nicht nur aus der Luft das Live-Bild zu bekommen, sondern auch, wie es ist, wenn man das Ganze von der Wasseroberfläche aus betrachtet. Hierzu gibt es halt, wie gesagt, diesen Multitac, ein handliches Schubschiff mit zwei Antrieben und einer Technik zum Drehen der Kamera. Und somit habe ich rund 300 Grad Rundumsicht. Also ich kann die Kamera von links hinten nach rechts hinten schwenken und kann mir somit das Ganze bei der Fahrt angucken. Ein Video zu den Testfahrten werde ich hier unter dem Video dann verlinken. Da könnt ihr euch das dann auch mal angucken, wie das Ganze aussieht. Und da könnt ihr auch gerne mal Kommentare hinterlassen. Da es wohl viele nicht gibt oder da wohl viele nicht wissen, ich betreibe den Online-Shop neben meiner ganz normalen Berufstätigkeit. Das heißt also, tagsüber bin ich hier gar nicht im Hause. Oft erreichen uns Anrufe und meist ist dann halt eben keiner hier erreichbar auf Festnetz. Daher bitte ich euch einfach,
gegen Abend anzurufen und idealerweise dann vielleicht auch einfach direkt mobil aufs Handy anzurufen, weil da bin ich in den meisten Fällen dann wirklich erreichbar. Und ansonsten schreibt mir einfach eine E-Mail, da erreicht man mich auf jeden Fall und ihr erhaltet dann auch innerhalb weniger Stunden eine Antwort von mir. Dann habe ich in diesem Jahr gleich zweimal etwas gemacht, was ich sonst eigentlich aus Zeitgründen vermeide. Ich habe im Auftrag Modelle gebaut. Hierbei handelt es sich allerdings um Messemodelle in zwei verschiedenen Maßstäben, also einmal das Modell und in zwei Größen. Und das Ganze ist für eine Firma hier in der Nähe entstanden. Es sind diesmal keine Schiffsmodelle. Also viele hätten ja vielleicht gedacht, dass es ein Schiffsmodell wird. Nein, es sind Modelle für eine Luftreinigungsanlage. Und Bilder hierzu werde ich wahrscheinlich im kommenden Jahr dann hier veröffentlichen und auch noch einige Kommentare da unterschreiben, sodass ihr euch das einfach mal angucken könnt, was ich hier im Jahr gemacht habe. Diese Modelle zu bauen hat viel Spaß gemacht, aber hat auch viel Zeit und Energie gekostet. Und da die finanzielle Situation in diesem Jahr für die meisten von uns sicherlich nicht unbedingt die beste war, konnte ich somit die reduzierte Anzahl an Bestellungen einfach hiermit finanziell auch ein bisschen ausgleichen. Und somit ist die Gesamtsituation bei mir eigentlich recht gut gelaufen. Und um für die kommenden Jahre dann wieder gut aufgestellt zu sein, habe ich noch im Jahr 2021 reichlich Material eingekauft und plane im Jahr 2023 eine PV-Anlage zu montieren oder montieren zu lassen, besser gesagt, um gestiegene Stromkosten des Maschinenparks einfach deutlich abfedern zu können. Weil ihr könnt euch vorstellen, ich habe hier jetzt eine Maschine hinter mir stehen, hier steht nochmal so ein Gerät. Dazu kommen noch Nebenaggregate, dann habe ich Laser, 3D-Drucker und wenn die hier dann natürlich laufen, dann wird da schon einiges an Energie benötigt. Und auch hier auf dieser Seite, ich weiß nicht, ob es jetzt hier im Bild noch zu sehen ist, befindet sich eine Tiefziehanlage im Aufbau. Und allein die Beheizung der Platten beträgt dann hier eine Heizleistung von fast 6 Kilowatt. Das ist also schon ganz ordentlich, wenn die Maschine läuft. Und das muss einfach irgendwie abgefedert werden, um die Preise nicht unnötig erhöhen zu müssen. Ich habe also lange hin und her gerechnet und werde auch im Jahr 2023 keinerlei Preise erhöhen bei den Produkten im Shop. Also alles bleibt so, wie es ist. Diese bleiben also preisstabil. Und bisher konnte ich das Ganze immer durch irgendwelche Gegenmaßnahmen verhindern, dass ich halt die Preise erhöhen musste. Dennoch steigen neben Strom- und Heizkosten, wie das hier jeder natürlich hat, die Kosten für die anderen Sachen wie Internetpräsenz, also Online-Shop, Steuerberater, Versandkosten, Lieferdienste einfach immer weiter an. Und irgendwann kann man da nicht mehr großartig sparen, beziehungsweise es käme zu Qualitätseinbußen. Und das bin ich dann auch nicht mehr bereit mitzutragen. Also bei Qualität hört es dann bei mir einfach auf. Und bei einer Retourenquote von weit unter 1%, also deutlich unter 1%. Und das in den meisten Fällen auch nur, weil dann vielleicht die Größe nicht so war, wie man sich es vorgestellt hat. Also oft bestellen die Leute dann auch was anderes gleich wieder hinterher. Oder manche planen dann halt ein Modell und dann findet es dann doch nicht statt und deswegen wird es dann wieder zurückgesendet. Das sind so die üblichen Rücksendegründe. Das sagt mir also, die Qualität kann es nicht sein. Die Qualität scheint in den meisten Fällen zu stimmen und das bekomme ich auch recht häufig als Feedback. Sollte mal was nicht so sein, wie ihr euch das wünscht, einfach melden. Im Regelfall findet sich dann eine Lösung. Und damit werde ich jetzt nun zum Schluss kommen. Wer Fragen oder Anregungen hierzu hat, kann sich gerne telefonisch oder per E-Mail bei mir melden. Ich denke mal, die Kontaktdaten werdet ihr finden. Ansonsten kann ich die auch nochmal unter dem Video hier verlinken. Und ansonsten will ich mich nochmal bei meiner Familie bedanken, die das Ganze also schon seit 2012 mit mir hier zusammen mitträgt. Aber natürlich auch bei allen Freunden, Bekannten und natürlich auch allen Kunden, die mir teils seit Anbeginn hier die Treue schwören und dabei sind. Und somit wünsche ich allen ein fröhliches Weihnachtsfest, einen guten Rutsch ins neue Jahr 2023 und bleibt gesund und ich hoffe, wir sehen uns dann irgendwann mal wieder. Vielen Dank fürs Zusehen.
bis nächstes Jahr.